Moin moin Leute und damit herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Minecraft New Age. Ich connecte auf den Server und ich kann ja gleich mal schauen, was sich hier alles so Schönes getan hat. Wahrscheinlich eher nichts. Wahrscheinlich wirklich eher nichts. Ich muss mal ganz kurz, kann ich mal ein bisschen rumfliegen. Nee, es hat sich höchstwahrscheinlich nichts getan. Ich und Maxman, also zumindest ich war jetzt ungefähr eine Woche nicht mehr auf dem Server, vielleicht auch anderthalb Wochen. Ungefähr, also... Ihr habt ja auch gesehen, auf unserem Kanal kam leider nicht mehr so viel in letzter Zeit. Muss dazu sagen, das tut mir auch ein kleines bisschen leid, ne? Entschuldigen kann man sich ja immer. Aber es hängt halt einfach damit zusammen, dass wir ziemlich, ziemlich viel zu tun haben. Ja, ich weiß, das ist Jammern auf hohem Level, aber es ist nun mal einfach so. Und ein kleines bisschen leid tut es mir natürlich auch. Und... wir ziehen mal gleich wieder unser Jetpack an. Ich werde heute mal schauen, was ist mit die Kühe, mit den Kühen, nee. Und ein bisschen Weizen kann ich auch noch gleich abernten. Weil hier unten ist ja so viel Weizen gewachsen, das ist ja unglaublich. Oh my gosh, that's so unbelievable. Maxman ist wieder nicht von der Partie, das hängt damit zusammen, der ist gerade in Dresden. Das ist zwar noch im Osten, aber trotzdem ziemlich weit weg. Und ja... Maxman ist auf jeden Fall nicht dabei. Vielleicht in der übernächsten oder überübernächsten Folge. Ich habe jetzt keine Ahnung. Ich werde jetzt höchstwahrscheinlich mal zwei Folgen am Stück aufnehmen. Jetzt mache ich erstmal so ein bisschen random. Und nächste Folge werde ich höchstwahrscheinlich nochmal ein bisschen mich mit Magie beschäftigen. Muss ich mal gucken, höchstwahrscheinlich. Aller Voraussicht nach. Ich möchte aber auch jetzt irgendwie gar nicht mehr so viel Real Talk machen, weil mir ist mal aufgefallen, dass ich in diesen Projekten hier, also gerade hier in diesem Projekt immer sehr, sehr viel Real Talk machen aus irgendeinem Grund. Ich bin irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie mag ich das scheinbar ja gerne. Ansonsten würde ich es ja nicht machen, ne? Ansonsten würde ich es ja nicht machen. Ist hier jetzt irgendwas reingefallen? Nö. Gut. Karotten werde ich mal anpflanzen. Kartoffeln brauchen wir sonst erstmal nicht. Aber weißt du was? Ah ne, das sind die gebackenen. Das ist ja auch dumm, ey. Wenn ich die Gebackenen anpflanzen will. Na, herzlichen Glückwunsch, Ossi. Du bist der Boss. Alter. Oh, wer bohrt denn hier gerade in meiner Nachbarschaft, ey? Das ist immer so... Ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht so doll in der Aufnahme oder gar nicht. Vielleicht kriege ich das auch rausgefiltert, aber... warum müssen die Menschen denn jetzt bohren? Können die das nicht irgendwie wenigstens zu der Zeit machen, wo ich Hausaufgaben mache oder so? Und nicht, wenn ich aufnehme? Ja, natürlich. Bohrt euch einen Durchbruch, ey. Ja, husten muss ich auch noch. Das hängt aber damit zusammen, weil ich immer noch krank bin und ich kann das nun mal einfach nicht zurückhalten. Das ist auch ein bisschen kacke. Meine Stimme klingt auch nicht des Todes geil. Ja, aber ihr müsst es leider entschuldigen. So ist das nun mal. So ist das nun mal so. Das kommt da rein. Ich bin auch dumm. Ich vermehre die Kühe nur, aber ich töte keine von denen. Ein bisschen was. Ich brauche noch Leder, ne? Wir sind nämlich immer noch auf der Mission. Wir brauchen Enchantment Table Stufe 30. Und dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr Leder. Um genau zu sein, brauche ich jetzt noch nur ein Leder. Komm schon. Komm schon. Ja. Chaka. Sehr schön. Obwohl, ich glaube, ein bisschen Leder habe ich auch noch übrig. Muss mal gucken. Ja, ich weiß, ich wollte auch noch an dem Keller weiterbauen. Ich weiß, ich habe immer noch... kann man das so machen? Digga, das ist doch nicht lustig, ey. Ich hoffe, ihr hört das nicht in der Aufnahme, aber doch, ich glaube schon. Doch, ich glaube, ihr hört das. Hört ihr das? Och, Alter, ey, ohne Witz. Immer wenn ich aufnehme, ist irgendwas... Entschuldigung. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu sehr. Ich habe mich extra weggelehnt, dass ich nicht ins Mikro huste. Ich bin, wie gesagt, krank und es ist mega scheiße, wenn man Husten hat, aufzunehmen. So, hier mache ich, hier snacke ich nochmal ein paar weg, damit ich auch ein paar Level bekomme. So, und wir haben eh genug Hühnchen, von daher. Zack. Hier noch ein Stack. Und noch ein Stack. Oh, yo. So, das sollte es aber gewesen sein. So, das
rohe Hühnchen snacke ich mir mal nochmal. Und dann fliege ich mal zurück. So, ich habe 8. Die kann ich in den Ofen packen. Ja, wie gesagt, mit Thumbcraft machen wir nächstes Mal weiter. Hier habe ich nochmal einen Minium-Shard. Und, Maxman, du bist der Beste. Maxman hat nämlich, einige Rohstoffe gefarmt mit der Quarry. Ja, wie gesagt, sorry, ja, Moment, ich bin mal ganz kurz weg, komm dann gleich wieder. Ja, Freunde, hier bin ich wieder. Ich muss dazu sagen, ich war jetzt ungefähr für eine Minute weg. Einmal aushusten, nochmal kurz mit meiner Mutti reden. Es ist des Todes scheiße. Ich sag's mal so. Wenn ihr Husten habt, seid ihr als Let's Player gefickt. Ach, guck mal, hier ist auch noch Leder. Mensch. Mensch, Mensch, Mensch. Aber ich habe kein Papier mehr. Warum habe ich denn immer so wenig Papier? Ich verstehe es nicht. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Die Frage ist, was wollen wir noch in New Age alles Cooles machen? Ja, ich weiß es selber nicht. Also, oh Gott, Alter, ich muss gerade richtig aufstoßen. Entschuldigung, aber es muss auch mal sein. Maxman hat ja die Quarry hier noch irgendwo gesetzt, aber ganz weit weg, 1000 oder 1300 Blöcke oder so weg. Das ist ein bisschen weit, wir haben noch keine Portal Gun und ja, Maxman hat immer mal bei sowas ein bisschen Langeweile. Nun ja, ich weiß auch noch nicht genau, wie wir das veranstalten wollen mit der Portal Gun. Vielleicht kriegen wir nochmal irgendwann von irgendwem eine Portal Gun. Das wäre auf jeden Fall cool. Ich ordne die Sugar Canes aber auch immer falsch an, ne? Das ist auch immer das Tode, scheiße. Zack. Ups. Uah, jetzt nochmal so und so und 21. Und dann haben wir hier nochmal. So. 7 Bücher. Und kein Holz. Supi. Ich freue mich. Das Coole ist, aus dem Rubberwood kriegt man zwar kein eigenes, also das Rubberholz hat insofern keine eigene Textur. Aber das Geile an der Sache ist. Ups, muss mal gucken. Das Geile an der Sache ist, dass man da halt immer 3 Tropenholz draus bekommt. Das finde ich schon ziemlich cool. Und ich weiß, was ich noch in dieser Folge machen möchte, aber wahrscheinlich nicht mehr schaffe. Ah, wir haben jetzt einen Rotary Maserator. Och, Maxman, du bist doch dämlich. Weißt du doch warum? Weil das Problem an einem Rotary Maserator ist nämlich. Kriegt der überhaupt Strom? Ja, der zieht nämlich viel zu viel Strom. Das ist nämlich das Problem. Da bräuchte man eigentlich viel mehr Strom drin. Und hier der Induction Furnace. Ja, Maxman, das hast du. Ah, Maxman. Maxman! Ich meine, das ist ja nett und tight und so, aber da muss noch ein Hebel mit dran, Maxman. Ich hoffe, das weißt du. Und wahrscheinlich weißt du es nicht. Und jetzt ist bald unser ganzer Strom leer, weil wir jetzt keinen normalen Maserator mehr haben. Das ist natürlich jetzt Mist, aber keine Sorge, ich weiß nämlich, was ich machen werde. Und zwar werde ich jetzt anfangen, meine Nano-Rüstung zu bauen. Meinen Nano-Suit, nicht Nona. Nano. Fangen wir mit der Hose an. Na gut, und eine Energy Crystal, ne? Das Problem wird wahrscheinlich wieder Redstone sein, weil wir schon wieder kein Redstone haben. Ah, doch, okay. Cool. Und Dias? Haben wir Dias? Nö, scheinbar haben wir aber keine Dias. Das ist natürlich scheiße. Das ist natürlich ein bisschen Mist. Das ist natürlich echt ein bisschen Mist, weil ansonsten kann ich mir das ja gar nicht bauen. Weil wir halt keine Dias haben. Oder hat. Ey, wehe, Maxman hat jetzt in seiner Kiste noch des Todes irgendwie 10.000 Dias oder so. Das wäre echt scheiße. Nö. Nö. Sandstein, Sand. Zeug, Äpfel, TNT, Schnee, Pumpkins, Redstone Engine. Naja.
Denn nicht? Die Frage ist, soll ich mir bei Smash... Nee, ich habe mir das schon so häufig bei Smash fast geliehen. Damit höre ich jetzt auf jeden Fall auf. Das wäre doof, wenn ich das jetzt noch weitermachen würde. Shiny Ingot ist ja auch cool. Refined Uranium, Taumium. Ach, hier sind die Dias. Ich bin auch dumm. Wir haben keine Dias. Ossi ist behindert. Ach, und hier haben wir auch ganz viel Kohldust. Das Problem ist halt wirklich nur, dass unser... Ja, ich gehe mal schlafen. Weil das Coole ist nämlich, wenn ich schlafen gehe, dann kommt nämlich auch wieder die Sonne. Und wenn die Sonne kommt, dann lädt das auch wieder den MFE auf. Und wenn der MFE aufgeladen ist, ach, was auch immer. Aber Maxman, das, was du da gebaut hast, war auf jeden Fall doof. Also zumindest ein bisschen. Na, geht trotzdem runter. Ja, es bringt insofern nichts. Aber ich könnte ja mal... Geht das? Nö. Okay. Ich nehme jetzt einfach mal hier ein bisschen was raus und pack das mal da rein. Hallo? Ah, das geht ja gar nicht. Ich glaube, ich weiß schon, was ich machen muss. Also, Coal Dust muss ich dann irgendwie so, so und dann wieder so und so und so und so. Und schon kriege ich Carbon Plates, richtig? Richtig. Eine Carbonplatte, zweite Carbonplatte, dritte Carbonplatte, okay. So, und jetzt gehe ich mal an das Ding. Mach mal so. 1, 2. Und wenn ich jetzt... Ups. Nee, stopp. So. Habe ich eine Nano-Hose. Und... Wie kriege ich jetzt Nano-Schuhe? So, ne? So. Und Nano-Boots. Das Problem ist, brauche ich Nano-Boots oder brauche ich eher... Nano-Saber wäre auch geil. Da brauche ich noch Advanced Alloy für. Ich habe kein Advanced Alloy. Nano-Helm ist auch cool. Nö, ich mache jetzt mal einfach die Nano-Boots. Dann kann ich das hier ausziehen und mein Taumium-Helm kann ich dann, keine Ahnung... Hey lol, wo hab ich denn die hingepackt? Ach hier, okay. Ja gut, liebe Freunde. Ich merke gerade, hier ist irgendwas nicht ganz richtig. Und ich höre damit jetzt auch auf. Und der Speed kann dann auch runtergehen. Und ich pack Maxman hier mal noch ein bisschen. 24 hatte ich mir gegönnt. Und der Kohldust hier wird dann zu... sowas... und sowas. Und den einen Kohl, das schenke ich. Den schenke ich dann nochmal Maxman. Okay. Okay, lol. Unser MFE ist jetzt leer. Das hatten wir, glaube ich, vorher auch noch nicht. Ah, ne, die Hose ist ja. Aber das ist irgendwie cool. Und ich glaube, das ist insgesamt so stark wie eine Eisenrüstung, wenn mich nicht alles täuscht. Die Nano-Rüstung. Aber man kann sie halt aufladen, ne? Okay. Leute, vielen Dank. Die Folge ist auch schon wieder fast zu lang. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.